Heute ist Montag und bevor wir jetzt wie jeden Montag an dieser Stelle zur Beantwortung der Montagsfrage kommen, hier erst einmal die frohe Botschaft des Wochenendes. Habemus Papam. Wir haben wieder einen Vater, oder sagen wir besser Großvater. Hans-Joachim Gauck, den Kondenspräsidenten. Und wem haben wir das zu verdanken? Nun ausgerechnet der größten Lusche, die jemals an einem deutschen Kabinettstisch herumgekaspert hat, Philipp Rösler. Unfassbar. Da wackelte das Schwänzchen einmal mit der Hündin, da fiel die auch schon um und verschluckte sich an der dicksten Kröte, die sie jemals hat schlucken müssen. Das war schon ein tolles Bild, wie die Frau Merkel gestern dem Kandidaten, den sie eigentlich um jeden Preis verhindern wollte, zu seiner Wahl gratulierte. Ich meine, ich hätte sie mit den Zähnen knirschen hören. Das vergisst die dem Rösler nie. Wie dem auch sei, jetzt ist es amtlich, nach Christian dem Gescheiterten Hans-Joachim der Auferstandene. Gut, es war jetzt nur die zweite Wahl, aber immerhin ist diesmal alles glatt gelaufen und der frisch gebackene Herr Bundespastor kann von heute an mit der Kernsanierung des schwer beschädigten Präsidentenamtes beginnen. Der bedauernswerte Mann steht ja vor einem Trümmerhaufen. Erst verschandelte der beleidigte Leberhorst Köhler die Fassade, dann verwüstete der moralische Rubbellosverkäufer Wulff mit seinen Very Important Party Pimpel die Inneneinrichtung und jetzt muss der Hans-Joachim ran und den ganzen Laden wieder auf Vordermann bringen. Aber der schafft das schon. Denn erstens hat er sein Haus schon bezahlt, zweitens würden die Wichtig-Wichtel der Bussi-Bussi-Gesellschaft so einen Partyschreck wie den Gauck niemals zu einem ihrer Events einladen und drittens weiß der Mann sehr genau, was er will. Endlich ein Präsident, der für etwas steht. Für den Afghanistan-Einsatz, für Hartz IV, für die Vorratsdatenspeicherung. Ein unbequemer Kreuz- und Querdenker, der schon bei seiner Nominierung einen Satz rausgehauen hat, der für die Zukunft so einiges erahnen lässt. Ich zitiere: Mir ist es am wichtigsten, dass die Menschen in diesem Land wieder lernen, dass sie in einem guten Land leben, dass sie lieben können, weil es ihnen die wunderbaren Möglichkeiten gibt, in einem erfüllenden Leben zu etwas und für etwas zu leben. Dass die Menschen auch von etwas leben müssen, das erwähnte der Erziehungsberechtigte für Demokratie und Freiheit mit keinem Wort. Schließlich ist er der Präsident der Herzen und nicht der Portemonnaies. Aber Hauptsache, das Vertrauen ist wieder da. Und das hat ihm die Bundesversammlung ja gestern eindrucksvoll ausgesprochen. Mehr als zwei Drittel der Wahlberechtigten haben die Entscheidung für Gauck getragen. Da werden sie ihn ja so schnell nicht wieder fallen lassen. Es besteht also durchaus Anlass zu der Hoffnung, dass der neu gewählte Präsident im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern auch über die volle Distanz durchhält und wir uns endlich wieder mit den wirklich wichtigen Fragen dieser Welt beschäftigen können. Wie zum Beispiel mit der Montagsfrage. Nächste Woche wieder. Versprochen.